Doc Mois, meine neue Apotheke. 3, 2, 1. Ja. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft sind zum Richtfest für den neuen Doc Mois Verwaltungs- und Logistikstandort erschienen. Die neue, noch im Bau befindliche Firmenzentrale liegt im europäischen Gewerbepark Avantis, direkt auf der deutsch-niederländischen Grenze zwischen Aachen und Herlen. Freude und auch Stolz. Stolz, dass wir so weit gekommen sind und dass wir hier mit den Avantis auch den nächsten Schritt für unsere Firma gehen können. Zweitens ist so ein Richtfest immer ein ganz starkes Signal dafür, dass was Neues passiert, dass Wachstum generiert werden kann, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden kann. Und das ist einfach immer ein schöner Moment, wenn solche Richtfeste hier passieren. Auf einer Fläche von rund 35.000 Quadratmetern entsteht neben einem vierstöckigen Verwaltungsgebäude ein rund 10.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum. Die größte Versandapotheke Europas will Umsatz und Effizienz steigern, denn der Bedarf an Medikamenten nimmt im Alter zu. So ab 65 kommt die Multimorbidität dazu. Da sind das 5 Medikamente, die eingenommen werden müssen. Da ist eine hohe Komplexität dahinter, da gibt es Wechselwirkungen, Abhängigkeiten. Und da haben wir unser spezielles Know-how dafür zu sorgen, dass diese Patienten bestens versorgt sind. Insgesamt 2 Kilometer hochmoderne Fördertechnik ermöglichen es den Doc Mois Mitarbeitern in Zukunft, 2.300 Aufträge pro Stunde zu bearbeiten. Die Versandapotheke kann dann problemlos 30.000 Pakete täglich an seine 2,5 Millionen Kunden ausliefern. Wenn man bedenkt, dass jedes dritte Buch heute schon online gekauft wird, und dann meine ich, es liegt auf der Hand, dass bezüglich Arzneimittel eine ähnliche Entwicklung noch vor uns liegen wird. Die Demografie spricht dafür, es werden immer mehr Medikamente konsumiert für immer älter werdende Leute. Und da glauben wir einfach, dass wir mit diesem Geschäftsmodell am richtigen Ort sind, und deswegen meine ich, die Zukunft ist rosig. 15 Jahre Doc Mois, das ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Darauf verweisen die beiden Doc Mois Vorstände Max Müller und Olaf Heinrich. Aus der deutsch-niederländischen Zweimann-Apotheke wurde die größte und modernste Versandapotheke Europas. Der Neubau im Europapark Avantis bietet jetzt Platz für Wachstum und den Ausbau der Marktführerschaft. Dieser Gegend ist, liegt zentral in Europa, und man kann von hier aus ganz Europa erreichen. Auch die Mitarbeiter von Deutschland und Niederland können hier sehr bequem und sehr gut anreisen. Und das ist ein wirkliches Leuchtturmprojekt für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Beschäftigte aus beiden Ländern arbeiten in den unterschiedlichen Firmen. Und ich bin ganz sicher, irgendwann wird es auch in den Köpfen so sein, dass man gar nicht mehr weiß, bin ich jetzt auf der eigentlich niederländischen oder auf der eigentlich deutschen Seite. Das darf irgendwann keine Rolle mehr spielen. Bereits Anfang 2015 werden die ersten der 500 Doc Mois Mitarbeiter in das neue Gebäude einziehen. Die gesamte Stimmung von Doc Mois wird sich nochmal verbessern, und der Kunde wird es garantiert spüren. Apotheke neu denken, Innovation wagen, den Dialog suchen. Dieses Erfolgsrezept hat Doc Mois zur bekanntesten Apothekenmarke in Deutschland und zugleich zur größten Versandapotheke Europas gemacht.